Hallo, ich bin Sabine und möchte euch nun üben. Ich habe mich im Frühjahr entschlossen, nicht mehr so weitermachen zu wollen. Ich war gesundheitlich, beruflich und privat unten im Keller und es musste irgendwas passieren. Ich wusste nur nicht was. Ich habe dann durch Zufall Patricia gefunden, hatte ein Kennenlerngespräch mit ihr und wusste sofort, das ist die Frau, die mir helfen kann. Und so war es auch. 2 Monate, 8er Live-Coaching zwischen 1,5 und 2 Stunden, je nachdem. Und noch zusätzlich durfte ich ja jeden Tag eine Videobotschaft schicken mit meinen Fragen, Sorgen, Ängsten und auch mit meinen Erfolgen. Und was soll ich sagen? Es war ein sensationelles Outcome. Ich kannte vorher schon Jody Spencer. Ich habe auch schon Meditationserfahrung gemacht. Ich hatte Online-Coaching und Kurse besucht, aber irgendwie hat mir der rote Faden gefehlt. Und dank Patricia habe ich das unendliche Feld besser kennengelernt. Ich konnte meine Energien dorthin lenken, wo ich sie haben will und nicht das, was ich nicht will. Und habe sukzessive eben gelernt, zu vertrauen. Mir zu vertrauen und auch ihr zu vertrauen, dass sie mir den Weg weist. Und das war auch so. Ihre Ratschläge waren sensationell. Ich wusste nicht, dass das so einen Effekt hat. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme mehr. Ich hatte jahrelang einen Reizdarm. Ich wusste am Schluss nicht mehr, was ich essen sollte. Furchtbare Schmerzen. Es hat mich irrsinnig eingeschränkt im täglichen Leben. Und auch natürlich im Beruf. Und was soll ich sagen? Ich habe nichts mehr. Ich kann essen, was ich möchte. Und das fühlt sich an wie ein neues Leben. Privat hat sich alles zum Wohlgefallen aufgelöst. Und beruflich geht es kleine Schritte voraus. Aber ich bin mir auch sicher, dass sich das im Wohlgefallen auflösen wird. Und es ist sensationell, mit ihr das Coaching zu machen. Vor allem weiß sie auch immer wieder Antworten, wo sie einen dann die Richtung vorgibt. Und natürlich muss man dann selber etwas draus machen. Aber ich kann euch nur das wärmstens empfehlen, dieses Coaching bei ihr zu machen. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.